der LFR. Mal ganz ehrlich, wer hat sich das bitte wieder ausgedacht? Ein Modus, in dem ca. 20 Leute ohne Ahnung, 3 mit Ahnung, aber zu faul, um auch nur irgendeine Taste zu drücken, und 2, meistens die Tanks, welche wirklich auch was tun. Wobei, kann man hier von tun sprechen? Naja, diese rennen durch einen Dungeon, der eigentlich zumindest von der Story her Bosse beinhalten sollte, die auch etwas auf den Kasten haben, sonst wären sie schließlich nicht da. Doch greifen diese 25 durchaus überaus motivierten Spieler dort das ein oder andere Item ab, was sie aussehen lässt, als wären sie ein ganz, ganz großer. Und was müssen sie tun? Nichts. Denn die eigentlichen Bosse wurden durch ihre zwar gleich aussehenden, doch eben nichts in der Birne habenden Zwillingsbrüder eingetauscht, um das Niveau den Spielern gleichzusetzen. Jetzt kommen sicherlich die ersten Aufschreie, aber ich rede hier schließlich nicht von dir, denn ich weiß, du bist der letzte verbleibende Held, welcher mit 50k DPS bei Elegon alles gibt. An alle anderen, die verstehen, was ich meine. Nun meine Frage, warum? Warum braucht die Welt den LFR? Wieso können nicht Leute, die etwas mehr Zeit haben, und ich denke, deswegen spielen die meisten das Spiel ja auch intensiver, zumindest sollten sie es nur dann, nicht ihre schweren Bosse behalten und alle anderen machen wie bisher ihre Heroes. Ich meine, da waren doch alle glücklich. Denn mal ehrlich, eine Hero ist für die meisten wohl anspruchsvoller als der in den Keller genervte LFR. Und trotzdem gibt dieser Loot, welches um einiges besser ist, und noch dazu vom Aussehen sich den eigentlichen PvE-Loot gerade mal in einer Farbe unterscheidet. Also ehrlich, irgendwo stimmen hier die Verhältnisse einfach nicht. Abgesehen davon kommt jetzt noch ein Buff für weitende LFR-Gruppen. Moment mal, weipende LFR-Gruppen? Ja genau, sowas soll es auch geben. Man mag es nicht glauben. Also dieser Buff gibt Spielern, welche nicht fähig sind, ihren Autoshot auf ein Ziel zu benutzen, nun die Möglichkeit, den trotzdem epische Gegenstände zu kriegen. Was ist daran episch, wenn ich fragen darf? Nichts. Liebe Grüße, Smash. Ach ja, 50k DPS bei Elegon sind nichts, du Held.